Das ist Marie. Das ist Marie. Ich mag das sie. Ist Marie. Ich mag ihre blonden Haare. Die bleiben in ihren Kleiderröcken hängen. Marie trägt schöne Sachen. Sie arbeitet hart. Aber die Tatsache ist, Marie ist ein Waisenkind. Trotzdem ist sie ein treuer Mensch. Marie ist witzig. Sie ist manchmal ein Clown. Marie trägt schöne Sachen. Sie arbeitet. Ich finde, Marie ist ein Junge. Marie ist sarkastisch. Ich glaube, das mag ich. Ich mag ihre braunen Locken. Ich finde, sie noch warum strenger sind. Ich glaube, Marie bricht gerne Schäger. Marie trägt Doc Martens zu Heimat. Sie ist so gegensätzlich. Sie macht mir manchmal Angst, aber Männer mal an ihr auftreten. Sie wirkt so intelligent mit ihrem schwarzen Bart. Ich glaube, sie wechselt ihre Typen genauso auf wie ihren Look. Sie hat riechen Griff. Marie in der Lampenfieber. Marie in der Lampenfieber. Wer ist schon Marie? Wer ist schon Marie? Wer ist schon Marie? Der Verstand wandert beim Stillen. Schritt 1. Wählen Sie Ihre Zielperson. Schritt 2. Verfolgen Sie das Ziel, solange es nötig ist, bis Sie wissen, wie es geht, was es trägt, wo es hingeht, wen es kennt, wann es stehen bleibt. Schritt 3. Schätzen Sie ein, was in dessen Taschen steckt. Das Gewicht, die Größe der Klang, die Lage des Zielgegenstands. Schritt 4. Nähern Sie sich Ihrem Ziel an. Niemals direkt, sondern wenn möglich immer spiral- oder bogenförmig. Die Annäherungsrichtung hängt von Ihrer präferierten Zukunft ab. Schritt 5. Der Abschluss in 3 Schritten. Locken, fangen, lösen. Die zu verwendende Technik hängt von der Lage der Tasche und der Bewegungsart der Zielperson ab. Menschen definieren sich durch den Inhalt ihrer Taschen. Was wird aus denen, die man besteht? Was wird aus einem selbst?